And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Last time we went to Syria and talked to this boy and the man in the brightly colored shirt over there. Let us examine his stand a little bit more, then we will talk to Dwayne's wife, Pearl. Yeah, that's Dwayne. Weil es keinen Grund für mich gibt, dort hinüberzugehen, nur um einige Schrammen abzubekommen, bleibe ich, wo ich bin. I actually distinctly remember that there are some puzzle involved with the cat and this shelf. I don't remember the solution right now, but probably, well, we will have a natural reason to want something from that stand later on. Right now we want to talk to Pearl. Es ist nur eine Vermutung, aber ich halte die Frau für eine amerikanische Touristin. Nennt mich einfach Sherlock. Yeah, another jab at American tourists. Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin George. Ich habe eben... Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe... Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl. Ich habe... Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herbstchen. Yeah, would you happen to know anything? Well, something I saw on an ancient scroll by the Templars. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. Yeah, it was. Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen? Sein Name ist Mio, wissen Sie? Ach, er ist so süß, ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann? Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas anderes. Ach, es fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und? War in meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. That's actually a reference to the book The Holy Blood and the Holy Grail. Which I think was published before this game was written. Ich habe mit ihrem Mann geredet, Dwayne. Oh, ja, er erzählte mir, dass er eine Firma für Glückwunschkarten leitet und dass Sie die Gedichte dafür schreiben. Oh, ja, natürlich. Ich bin der Künstler in der Familie. Sagen Sie mir, George, möchten Sie eins meiner Gedichte hören? Why not? Ja, schießen Sie los. Okay, Liebling. Jetzt geht's los. Ja. Unser Mitleid in diesen Tagen, wenn das Herzelein dir zerspringt. Ich mag das mit dem Herzelein. Das hat Stil, nicht wahr? Wir kennen den Kummer. Du musst ihn ertragen, da dein Schnauzer gebissen ward von einer Schlange. Ach, das berührt mich jedes Mal. Was meinen Sie, George? Es ist für ganz spezielle Fälle, nicht? Meinen Sie? Davon verkaufen wir recht viel, Liebes. I wonder whether this is a reference to another game by Revolution Software. But I don't think that it's actually beneath a steel sky. Anyway. Erzählen Sie mir etwas von sich, Pearl. Familie? Oh, das Interesse eines Gentlemans ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio. Wait a minute. Akron? Schmuck? Klein? Warten Sie mal, hat nicht Dwayne gesagt, Sie wären aus Cleveland? Was meinen Sie, Goldhase? Oh, nichts, ich habe nur laut gedacht.
Yeah, he said that they were based in Cleveland. Ich habe ihren Mann schon getroffen. Er ist ein sehr interessanter Charakter. Deswegen habe ich ihn geheiratet. Sie sagten, Ihre Firma sei in Akron? Und Duane sagte, sie sei in Cleveland. Ganz sicher. Nun ja, hat er. Duane war in der Marine, in Vietnam, verstehen Sie? Wie auch immer, er hat eine Störung. Das Problem ist, er bringt Dinge durcheinander. Wir sind vor 5 Jahren aus Cleveland weggezogen. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Er wird doch etwas paranoid. Er denkt, er ist ein Spion oder so etwas. Es tut mir leid, Pearl. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, George. Wir können damit leben. I think he actually is a spy. And she is probably too. Was sagt Ihnen das? Mein Gott, ist das ein psychologischer Test? Nein. Oh gut. Dann ist es ein roter Ball. Have you seen this psychotic murderer? Haben Sie den Mann schon einmal gesehen? Nein. Ein Freund von Ihnen? Nein, nicht wirklich. Apparently not. Do you recognize the symbol? Kennen Sie diese Streichholzheftchen? Sind Sie Philomenist? Haben die so ein geheimes Erkennungszeichen beim Händeschütteln? Oh, George, jetzt veralbern Sie mich. Would you like to buy this? Was halten Sie von diesem Kelch? Nun, er ist wirklich hübsch. Was halten Sie von diesem Kelch? Nun, er ist wirklich hübsch. Let me shake your hand. Sie ist mir zu sympathisch, um mit dem Elektroschocker Shake and Shock einen zu verbraten. Ich muss jetzt gehen. Very well. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? We can go there. Let's actually talk to Hallo, Duane. Again, and confront him with the fact that Hallo, his wife George. Says that he is Wie insane. Kann ich helfen, junger Mann? Okay, you can't. Ist in Ordnung. Wir sind Let's go there. Ah, okay, that just brings us to there. Aha. Marib sieht mit seinen hohen Mauern ringsum so aus, als wäre es gut zu verteidigen. Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Probably. Der Stand bietet einige Früchte zum Verkauf, die ich nicht kenne. Darum geht es schließlich beim Reisen. Durch die Welt ziehen und merkwürdige Früchte entdecken. Der Händler verkauft Obst. Ich beschließe vielleicht später etwas zu kaufen. Wie kann dieser Kerl davon leben, nutzlose alte Maschinenteile in diesem Niemandsland zu verkaufen? Er hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Okay, let us talk to this man. Curiously enough... Has a British flag. Don't know the English word right now. Anyway, let us talk to him. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute Werbung für das Betreiben eines Kebabstandes. Ah, it's a kebab stand. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. Hallo, wie heißen Sie, Sir? Hallo, hallo. Sie kaufen Kebab? Ganz gut. Was halten Sie davon? Ah, Kebab kaufen. Ganz gut. Okay, I don't think that we are going to have much of a conversation with them. Was halten Sie davon? Sie kaufen Kebab? Come to it. Sagt Ihnen das etwas? Nein, nein, Sie kaufen Kebab. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Ach, Sie kaufen Kebab? Na, am? Yeah, this is just random dialogue. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Ganz gut. Das Gesicht des Standbesitzers. Okay. Let's move on to the next area.
Aha. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. The exact same pattern. Der Teppich in der Mitte kommt mir irgendwie bekannt vor. Yes, it's very familiar, in fact. Es ist das Muster. Ich habe das Muster erst kürzlich irgendwo gesehen. Hallo, das sind aber ausgesucht schöne Teppiche. Hallo, Sir, schöne Teppich. Sagt Ihnen das hier etwas? Ja, ja, Teppich, ja, ja. Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Geben mir, Alamut. Aforza. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichste aller möglichen Freunde. Kennen wir uns, Mister? Nein, nein. Und abermals sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer. Jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke. Wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Okay, by the way, there was another very annoying mistake in the German translation. When he was talking about, he mentioned that we would be getting there as quick as an eagle. In the German translation, they actually said eagle, which would mean hedgehog in English, okay. Anyway, apart from these annoying translation errors, this is one of the funniest characters, or maybe even the funniest character in the whole game. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kann diesem Kerl trauen. Ultar. Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen, sorry. Aber er nix sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nix Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen? Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Das weltmännische Gehabe des Clubmanagers scheint sehr gequält. Ein Blick in das Lokal erklärt auch warum. Dies ist definitiv nicht das Bild, das der Erfinder des Satzes »Die Stimmung tobt« vor Augen hatte. Es überrascht mich, dass Alkohol in Syrien offen verkauft wird. Dann wurde mir klar, dass dieser Verkauf gar nicht so offen ist. Und dass es sich gar nicht um alkoholische Getränke handelt. Ich habe weder Zeit noch Geld genug, um mir etwas zu kaufen. Let's talk to Ultar. Da bin ich wieder, Ultar. Große Hallos, wohlwollender Fremdling. Und möglicher zukünftiglicher Kunde. Naja, man weiß ja nie. Wollen wir mal ein bisschen reden? Ist höchst möglich. Nur solche Art. Ultar lernen seinem äußerst hervorragenden Englisch, ja? Ja.
Yeah, very splendid. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lachen. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfend komisch. Sie sollten ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja. Höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig? Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann, ich schätze, Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Yeah. When we will come back, folks, we will continue looking for the lens and have these bizarre conversations with Ulta, the world's most luxurious, the world's most advanced luxury driver. So until next time, folks, until then.